Wie die Bayern sich am Valentinstag gegen Augsburg geschlagen haben, das kann ich euch nicht beantworten, denn das Spiel hat noch nicht stattgefunden. Aber ich denke mal, dass es ein relativ einseitiges Spiel wird zwischen dem FC Bayern München und dem SV Darmstadt 98 am 22. Bundesligaspieltag am 20. Februar um 15:30 Uhr in der Allianz Arena, die wir auch glücklicherweise einprogrammiert haben. Das ist natürlich die erste Simulation von mir, die sich doppelt. Das hatten wir ja schon in FIFA 15 beim DFB-Pokal. Und so treten die beiden Mannschaften auf. Also wir haben sie aktuell. Die Tabelle wurde komischerweise immer noch nicht aktualisiert. So, Allianz Arena, das stimmt schon mal. Das ist absolut wahr. Das Spiel findet statt zur Konferenz um 15:30 Uhr, ein Samstagsspiel. Wer hätte es gedacht? Und wir lassen es mal regnen, damit die Bayern auch vielleicht Probleme haben. Warum stehen da jetzt vollkommen andere Spieler? Nun gut, gehen wir rein in die Partie. Doch zuvor müssen wir mit Philipp Lahm ein bisschen spielen. Ich meine, ich bin ja des bayerischen Dialekts nicht so mächtig. Aber ich sag's mal so. Ich versuch's. Ja, und mit Bayern kann man definitiv gut spielen. Hier haben wir es also, die Allianz Arena habe ich schon mal gegen Lukas simuliert. Und ich höre jetzt vielleicht am besten auf, mit diesem falschen Dialekt zu sprechen, weil das ist ja eher österreichisch. Also bitte, am Mai, nicht an mir. Ja, wo sind denn die Darmstädter? Anscheinend nicht da. Um nochmal auf das letzte Spiel zurückzukommen von Darmstadt, welches ja in Darmstadt 1:2 gegen Leverkusen endete. Ja, der Schiri hat sich wieder alle Mühen gegeben und Darmstadt hat sogar geführt, aber die zweite Halbzeit hat Darmstadt hat ausgenockt und deswegen steht man wahrscheinlich zum 20, Beginn des 22. Spieltages auf einem, entweder auf dem 12., 13. oder 14. Platz. Es hängt davon ab, wie die, wie Hamburg am 14. Februar spielt, welche aktuell noch nicht gespielt haben. Es tut mir natürlich leid, damit breche ich natürlich das, was ich gesagt habe, mit, ja, also ich werde Ding erst simulieren, wenn alles am Spieltag gegessen ist. Ja, das ist das Problem bei mir, weil die Ferien sind mittlerweile wieder so gut wie vorbei. Oder meine kleine Pause, die ich in der Schule hatte. Und ja, es ist halt schwierig unter der Woche aufzunehmen und deswegen mache ich das immer im Voraus. Boah, die haben sogar goldene Bundesliga-Emblems, wo drauf steht Deutscher Meister 2014-15. So, hoffentlich ist Harald Fimmler auch dieses Mal auf der Seite von Darmstadt. Auch wenn natürlich in der Simulation und im echten Leben das Ganze klar für die Bayern ausgeht, weil die Bayern einfach, sagen wir mal, klasse sind. Sie haben ja schon zweimal in dieser Saison gespielt gegen Darmstadt, haben beide Male gewonnen. Und wo haben sie natürlich die meisten Tore erzielt? Zu Hause in der gegen Darmstadt, in Darmstadt oder im DFB-Pokal? Also das eine war ein Ligaspiel, das andere war der DFB-Pokal. Sie haben natürlich zu Hause, nee, nicht zu Hause, sondern in Darmstadt haben sie natürlich höher gewonnen. Darmstadt ist ganz knapp und peinlich in der dritten Runde des DFB-Pokals oder im Achtelfinale ausgeschieden. Was damit zusammenhängt, dass, wie heißt der Kerl eigentlich nochmal? Ich habe jetzt vollkommen vergessen, wie der heißt. Xabi Alonso, meine ich. War sogar ein Todesmonat Dezember, weil der halt ja, einen Sonntagsschuss abgegeben hat. Also kein Tor, welches man halten kann. Das war halt mal wieder so typisch, ein typisches Bayern-Tor. Man muss auch ganz klar sagen, klar und deutlich sagen, dass die Bayern definitiv die überlegene Mannschaft sind in der gesamten Liga. Wundert mich aber auch kein bisschen, oder es darf eigentlich sowieso niemanden wundern, weil die einfach auch die besten Spieler haben. Mit Lewandowski zum Beispiel haben sie den Topscorer.
Ja, und mehr gibt es eigentlich nicht dazu zu sagen. Außer vielleicht auch noch was aus der Bundesliga. Der VfB Stuttgart hat gegen Hertha BSC gewonnen und steht jetzt zum ersten Mal, offiziell zum allerersten Mal vor Darmstadt in der Bundesliga-Tabelle. Aber im Mittelfeld kann sich alles verändern. Darmstadt kann durch einen Sieg wieder alles reinholen, genauso wie Stuttgart durch ein Spiel wieder auf dem 12. oder 13. sein kann. Ich wünsche es ihnen natürlich nicht, weil ich möchte natürlich auch nächstes Jahr wieder ins Stadion gehen oder vielleicht sogar dieses Jahr, wenn das Hinspiel denn das Heimspiel von Stuttgart gegen Darmstadt ist. Da kann man ja mal hoffen. Hoffen wir mal. Ich hoffe mal. Ja, und ich tippe auch persönlich, dass dieses Spiel nur 2-0 für die Bayern ausgehen wird. Einfach weil Darmstadt halt eine, wie soll man sagen, eine eklige Präsenz in der Bundesliga-Auswärtstabelle hat. Also ich schau mal geschwind auf der offiziellen Bundesliga-Webseite, wie es denn da aktuell aussieht mit der Tabelle. Getrennt auf Heim und Gast. Oh. Also aktuell läuft ja noch die Partie Köln gegen Frankfurt und da steht es immer noch 2-1, wie schon bei meiner anderen Simulation von der zweiten Liga. Köln liegt nach, steht da, und dann gehen wir mal auf die Tabelle, wenn das denn lädt. Und in der Heimtabelle, da ist Darmstadt auf dem Relegationsplatz aktuell immer noch. Immer noch. Mit einem einzigen Sieg. Und auswärts ist Darmstadt immer noch auf dem dritten Platz. Mit 5 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. 3 Auswärtsniederlagen? Das kann doch gar nicht sein. Die haben nur zweimal auswärts. Ach so, doch, die haben dreimal verloren gegen Borussia Mönchengladbach, haben sie auch verloren. Ja, wollen wir nicht übertreiben, wollen wir nicht übertreiben. Und jetzt könnte es auch sein, dass sich die vierte Auswärtsniederlage anbahnt. Es ist ja normalerweise immer so von Darmstadt gewöhnt, dass man praktisch mit einem 1-0 in Führung geht, weil das ganze Spiel nur noch vom Gegner bestimmt wird. Zumindest auswärts. Diesmal war es zum ersten Mal in einem Heimspiel so. Das sieht gut aus, das ist eine gute Situation, aber Manuel Neuer, der Mann vom Dienst, bisher sieht das sehr gut aus für Darmstadt. Also, wenn man einen Punkt holen kann, wird das schon Gold wert, weil ein Außenseiter wie Darmstadt sollte von so einem Verein wie Bayern eigentlich sofort geschlagen werden. Aber gut. Es ist halt nur mal der Computer, der das simuliert. Da kann ich relativ wenig dafür. Das kann ich nicht beeinflussen. Wie soll ich denn auch? Jetzt seht ihr noch die besten Szenen von dieser Halbzeit, unter anderem den Beginn dieser Partie. Ich denke mal, das war's auch schon, weil ich meine, was soll jetzt bitte schön noch folgen? Genau. Also, wir sehen uns. Okay, Darmstadt hat sogar mehr Ballbesitz. Das ist spannend. Ich bin schon mal gespannt, was in der zweiten Halbzeit passiert. Ihr auch? Dann nix wie rein da. Also, los geht's. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen euphorisiert, aber es freut mich, das Ganze zu sehen. Zumindest simuliert. Ich meine, ich finde es ja schade, dass die Bundesliga nicht wenigstens ein einziges Free-TV-Spiel bekommt. Das ist echt Müll im Gegensatz zu der zweiten Bundesliga. Aber da macht man es ja so, dass man die Clubs am Montagabend spielen lässt. Wird ja vielleicht auch in der Bundesliga so sein, demnächst. Oh, das war fies, aber alles okay. Und es gibt eine Auswechslung für den FC Bayern München. Da kommt jetzt Arturo Vidal rein für Thiago. Also es sind eigentlich so namenshafte Namen. Und die sind alle nicht in der Startelf.
Ja, die Bayern, die wollen endlich zum 25. Mal siegen. Oder das erste Team werden in der Bundesliga, welches es geschafft hat, viermal hintereinander die nationale Meisterschaft zu holen. Auch noch im Triple definitiv drin. Also jetzt läuft ja erst bald das Champions League Achtelfinale an gegen Juventus Turin. Champions League gibt es übrigens von mir nicht, weil ich ja, diesen Wettbewerb eher, weil ich von diesem Wettbewerb nichts habe. Keine nennenswerte Mannschaft. Ich meine, Manchester United, mein Lieblingsclub aus England, ist ja da auch mittlerweile raus. Ja, also vielleicht mal ankündigen, was dann danach passieren wird. Danach gibt es das letzte Spiel vor der englischen Woche. Das wird auch ein Auswärtseinsatz für Darmstadt sein. Da geht's nämlich nach Bremen, bevor dann die englische Woche kommt. Also Bremen ist ja das einzige Team, welches mal zu Hause geschlagen hat. Ob das einen Auswärtssieg für Bremen geben wird, das weiß man nicht, liebe Freunde. Was heißt der Auswärtssieg für Bremen? Auswärtssieg für Darmstadt. Weiß man nicht. Und dann geht's halt in der englischen Woche, also mitten unter der Woche, zu Hause gegen Dortmund weiter. Oh Gott. Und das war Abseits, oder was? Ja, war's. Auch wenn ich nicht da jetzt irgendwie erkennen kann, was daran Angriff war. Boah, das habt ihr aber gut gesehen. Glaube ich nicht. Ja, aber auch der Computer kann Fehler machen. Ich meine, ein Computer wird programmiert von Menschen. Und wenn Menschen Fehler in den Computer einprogrammieren, dann ist das nun mal so. Und was Martina da macht, das ist auch eher unprofessionell. Also bisher ist dieser Verlauf von dieser Partie relativ fraglich. Und dieser Steilpass auch. Also mittlerweile hat sich meine Stimme wieder ein bisschen erholt vom Sonntag. Aber auch bei der Sportschau, Zusammenfassung von Darmstadt gegen Leverkusen, hätte ich echt nur das Kotzen kriegen können. Ich meine, ich habe das gesehen in der Live-Tabelle. Darmstadt jetzt 9. Das wäre super. Mit 27 Punkten. Darmstadt braucht diese Punkte. Aber das kann man ja zumindest mit einem Punkt gegen die Bayern kompensieren. Auch wenn man für ein Unentschieden gegen Bayern schon 2 Punkte bekommen müsste. Das ist echt eine Meisterleistung. Und dann auch noch in der Allianz Arena. Aber Bayern wird auf jeden Fall mindestens mit 2-0 gewinnen. Es sei denn, es passiert das Wunder und der absolute Wahnsinn, der Wahnwitz wäre es, wenn sie gegen Bayern gewinnen würden. Das ist ja möglich. Stellt euch vor, es ist möglich wie mit jeder anderen Mannschaft. Aber einfach unvorstellbar. Die haben so gute Spieler. Das sehe ich auch ein. Dennoch muss ich sagen, sympathisiere ich Bayern nicht. Ich finde einfach nur, die haben auch von den Spielbedingungen her immer die besseren Bedingungen. Wenn man sich jetzt mal ansieht, DFB-Pokal, die bekommen nur leichte Gegner gelost. Da fürchtet man sich vor Wolfsburg und gewinnt dann 5-1. Ja, das ist eine deutliche Abseitsposition, muss natürlich angezeigt werden und die letzten 5 Minuten laufen. Also wie in meiner DFB-Pokal-Simulation würde es mich nicht wundern, wenn Darmstadt jetzt noch das letzte, wenn Bayern jetzt noch ein Tor schießen würde. Ich wünschte, ich könnte das aus meinen Simulationen, aus positiven Simulationen, ins Real Life übertragen, aber ich bin auch kein Magier. Ich bin auch froh, es nicht zu sein. Und was soll das jetzt? Wollen wir den Ball weiterhin ruhen lassen? Der Kimmich, dabei hat auch der Rode damals am 5. Spieltag getroffen. Gut gemacht von Matenya, der zuverlässige Torwart des SV D98. Ja, und wenn Darmstadt absteigen sollte, kann ich mich trotzdem auf einige Spiele freuen, die ich besuchen werde. Natürlich Sandhausen, Heidenheim, vielleicht sogar KSC. Das sind halt die Ab das sind halt die Dinge, die an
Anstoßzeiten anders. Aber es ist ja nichts verloren. Man ist immer noch 10 bzw. 9 Punkte vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Ob das so bleiben wird, hoffe ich. Ich hoffe es. Für Darmstadt, für den Fußball, einfach nur für alles. Denn Darmstadt ist eine Bereicherung für die Bundesliga, nicht nur was die Spiele angeht. So bleibt es aber bei keinen Chancen von Bayern München. Mich wundert auch, wie schwach die einprogrammiert sind. Ich meine, guckt euch das mal an, 59% Ballbesitz. Dann gab es sogar einen einzigen Schuss und einen Schuss aufs Tor von den Bayern aus. Ja, das nächste Spiel, welches ich simuliere, ist auch ein... Es gibt nur eine einzige tolle Szene. Das nächste Spiel, welches ich euch zeigen werde von der Bundesliga, ist am 23. Spieltag die Partie Bremen gegen Darmstadt. Ob Darmstadt auch in Bremen gegen Bremen gewinnen kann, wird sich da bewahrheiten. Ciao, bleibt am Ball.